Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat sich in Athen mit seinem griechischen Amtskollegen Nikos Dendias und Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei. Griechenland und Zypern fühlen sich durch die von der EU als illegal angesehenen Erdgaserkundungen der Türkei im Mittelmeer provoziert. Die Anfechtung der Souveränitätsrechte Griechenlands und Zyperns ist eine Anfechtung der europäischen Souveränitätsrechte. Wir freuen uns auf die Unterstützung unserer Verbündeten, aber sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass Sanktionen der einzige Weg sein können, wenn die Türkei bei ihrem Kurs bleiben wird. Heiko Maas kritisierte das Agieren der Türkei im Mittelmeer und warnte vor Konsequenzen für die Beziehungen zur Europäischen Union. Das Völkerrecht muss eingehalten werden und deswegen sind Fortschritte in der EU-Türkei-Beziehung nur dann möglich, wenn Ankara Provokationen im östlichen Mittelmeer unterlässt. Zur Möglichkeit weiterer Sanktionen gegen die Türkei äußerte Maas sich nicht. Der NATO-Mitgliedstaat ist unter anderem in der Migrationsfrage ein wichtiger strategischer Partner der EU.